Oh, einen wunderschönen guten Tag. Oh, weiter geht's mit der Tour. Oh, das ist jetzt die kommt jetzt auf den Dienstag. Donnerstag, Samstag. Ein bisschen flott. Wir haben noch einen Gang. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen, damit wir das wirklich vielleicht in der Woche die Tour beenden können. Das wäre mehr als gut. Und für mich auch wünschenswert. Meine, was man auch mal machen kann, aber das könnte man vielleicht auch im Livestream mal machen. Von Irak bis nach Reykjavik hoch. Wäre bestimmt eine lustige Angelegenheit. Aber es dauert halt nicht und das wäre nicht für ein Video oder für Let's Play. Aber es ist auf alle Fälle eine schöne Strecke. Aber da fährt die auch den falschen Trailer. Also Reykjavik kann man, also ja, gerne, also wäre ich bereit für sowas zu machen, für so eine Schandtorten bin ich bereit, aber dann müssten wir das in einem Livestream planen, in meinen Augen, weil, ja, anderes, wie gesagt, für Aufnahmen ist das dann doch zu lang. Also ich werde hier aber auch nicht weiter rumspringen. Also sprich, wenn dann muss der Irak das Ziel von den Aufnahmen sein und dann man das mit dem Livestream dann hochzieht nach Reykjavik oder anderes aus anderer Stadt oder Zielort von Island.
Oh, da geht's wieder auf der Landstraße weiter. Huch. Ja, meine Maus ist manchmal sehr empfindlich. Hier war ich schon mal, wie ich gerade sehe. Hier ist ja schon gelb. Aber Straßen habe ich heute auch schon gut entdeckt, oder besser in der letzten Folge. Ich nehme das ja jetzt gerade an einem Tag auf. Noch ist Samstag. Bei mir, wo ich es aufnehme. Oh, ab nach Polski. Bisschen zu flott. Ah, hier sind ja nur 30. Oh, hier ist wieder 80. Dann können wir ja mal Gas geben. Ich werde das hier nicht vorlesen. Ich kann nämlich kein Polski. Außer die bekannten Wörter. Die eigentlich jeder kennt, wie Kurva. Oh. Baustelle. Mensch. Machen wir mal hier vorsichtig rein. Ja, klappt doch. So, können wir jetzt Gas geben. Oh, vielleicht werden es doch 4 Folgen. Ich glaube nicht, dass ich das in der nächsten Folge schaffe. Oh, da wird die ein bisschen kürzer. Oder die letzte Folge, die 4. Das ist doch nicht schlimm. Oh. 70. Und wieder Baustelle. Ja, geradeaus. Rechts rum geht's ja gar nicht hier. Oh, hören wir mal. Ganz schön eng hier. Ganz schön eng. Aber das ist Polen. Oh.
Ja, LKW-Überholverbot. Es scheint wieder eine Autobahn zu werden. Das ist schön. Oder ich irre mich. Ja, 5 km/h schneller geht schon. Wir wollen hier vorankommen. Wir fahren ja kein Gefahrgut durch die Kante. Bei Gefahrgut wäre es ist für mich angebracht, wirklich Strich zu fahren. In Real Life gibt es nämlich harte Sanktionen dafür, wenn Gefahrguttransporte zu schnell fahren. Aber mit Lachsfilet ist man dann kein Gefahrgut. Meine, wäre trotzdem angebracht. Aber geht schon. Habe ich mich komplett verschätzt, war doch mit dem, wie schnell ich es schaffe, bis runter. Das wird wohl wirklich noch mal ein bisschen gehen hier. Also, ich denke mal, noch ein, zwei Folgen, also eine Folge auf alle Fälle, eine zweite wird es bestimmt auch noch komplett werden. Erstaunlicherweise habe ich mich dann doch geirrt. Aber ja, es ist auch nicht schlimm. Ja, die machen Party. Oh, ich würde sagen, hier ist 50, aber es gibt sowieso gleich das Speedlimit da rein. Da kann man dann den nutzen. Wir wollen ja spritsparend unterwegs sein. Das heißt, man muss ein bisschen mehr rollen. Und vor allen Dingen, wir wollen noch die grüne ab. Oh, na gut, war jetzt nicht grün, aber egal. Ah, schon wieder eine rote Ampel. Ja, mit dem Lenkrad würde man natürlich die Kurve deutlich, deutlich besser hinkriegen. Ach, weiter geht's. Der Tank, es lohnt sich noch nicht zu tanken. Hier wäre es natürlich schön billig geworden.
Hier habe ich nämlich eine Werkstatt, eine voll ausgebaute. Ich kann diesen Ort leider nicht aussprechen, deswegen werde ich es auch nicht versuchen. Oh. So, so. Da haben wir doch mal ihn getroffen. Brauche ich wieder nicht aussprechen. Kann nur falsch sein, wenn ich es spreche. Und hier war ich schon mal. Hier erkenne ich was wieder. Gut, man hätte auch über Lublin fahren können, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Wenn man das nicht macht. Oder denn? Nein, 130 schaffen wir nicht. Brauchen wir gar nicht versuchen. Das können nur die Admins schaffen. Ich glaube nicht, dass wir heute einen Admin hier treffen. Also jedenfalls nicht auf der Strecke, wenn hier gerade keiner los ist. Wenn Schluss ist, die halten sich ja dann da auf, wo was los ist. Oh.
sind wir jetzt doch schon in ja, okay. Oh. Oh. Da hatte ich mal kurz einen Stillstand. Warschau. Willkommen in Warschau. Oh, die nächste müssen wir runter. Also ein Kreuz und keine Ausfahrt. Wir wollen ja nicht Richtung Deutschland weiterfahren. Das wäre die falsche Richtung. Wenn man nach Rumänien will. Oh, oh, da haben wir ihn vor uns. Ne, der kommt da runter. Bremsen. Deutlich zu schnell. Wir sind näher des Flughafens von Warschau. Ach so. Oder fahren gleich vorbei. Oh, wir wollen links rum abbiegen. Biegen wir doch nach links ab. Gut, das war knapp. Knapp an der Leitplanke vorbei. Ah, solange es nur knapp ist. Oh. Entdecken wir mal wieder neue Straßen. Das ist gut. Das ist halt eine neue Autobahn. Bin ja nicht gefahren. Ist sowieso noch bei mir sehr viel grau.
Ja, vielleicht schaffen wir es halt doch relativ zeitnah. Vielleicht wird die 800 Kilometer schaffe ich nicht. Vielleicht fangen wir noch in der nächsten Folge eine neue Tour an. In Ortschaften kann man ja vernünftig fahren. Also nicht in der nächsten oder übernächsten natürlich. Das sind jetzt auf alle Fälle noch zwei Folgen. Das werde ich nämlich nicht schaffen. Man merkt, das sind doch, es ist viel Landstraße, da kommt man natürlich nicht ganz so zügig voran wie auf der Autobahn. Weil 70 und 90 ist dann doch was anderes. Oder 75, was ich jetzt fahre, zu 90, sind immer noch 15 km/h. Oh, hier fehlt die Mittelmarkierung. Oh, hier natürlich jetzt einen Punkt zu finden, wo man mal anhalten kann. Das ist natürlich jetzt interessant. Aber wir finden schon was. Naja, jedenfalls eine Ampel gefunden. Oh, aber die wird grün. Das ist doch sensationell. Sensationell. Oh, mal gucken, ob wir hier was finden. Naja, lesen kann ich das sowieso nicht. Da vorne, das ist doch perfekto. Ist ein bisschen länger als 30 Minuten dann, aber das ist nicht ganz so wild. Ja, nicht viel länger. Mal die Tankstelle hier mal mit.
Oh, parken wir da ein. Schlafen wollen wir nicht. Schlafen ist ausgestellt. So. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, gerne, gerne Kritikpunkte in die Kommentare schreiben, damit ich mich verbessern kann.